einer der ganz großen Tage in diesem Hafen. Heute ist eine Marinemesse, und zwar die größte Marinemesse Spaniens. Es werden bis zu 40.000 Besucher erwartet. Es sind alle möglichen internationalen Impressors, also Unternehmen, die sich mit Seetechnik, mit dem Seehobby, mit Segelschiffen, mit Motorschiffen beschäftigen, heute vertreten. Wir sind jetzt am ersten Ausgangspunkt einer Besichtigung eines unserer Küstenwachboote. Das ist die P41. Die P41 war früher einmal ein Handelsschiff, wurde umgebaut zu einem Küstenmarineschiff. Trägt auch Bewaffnung, Maschinengewehre, leichte Kanonen, Raketenwerfer. Ich zeige euch dann anschließend einen kleinen Rundgang durch das Boot. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Leider kann ich da meine kleine Pfeife nicht mitnehmen. Das hier ist meine Petersen Summertime im Marineblau. Und drin habe ich den von euch allseits bekannten, na wo habe ich ihn denn? Alten McBaron Flake. Ein meiner Lieblinge, den Old Dark Fire. Brauche ich euch nicht weiter erzählen. Kennt ihr alle. Also. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den Impressionen, die ich euch geben werde. Und bis dann. Ahoi. Hier sind wir jetzt auf der Brücke von dem spanischen Küstenwachschiff, auf dem wir uns seit einer Zeit befinden. Das ist der Platz des Kapitäns. Da können wir mal einen kurzen Blick drauf werfen. Dort sieht man vor allem auf dem Bildschirm die Bewegungen, Schiffsbewegungen im Radarbereich. No tiene mucha dificultad, ¿sabes? Como que fue una cosa de los vientos, nada más. La cosa de los vientos, le marca, ¿no? Que sube el pie. Esto más o menos es una cosa así para hacer una idea. Lo que te pones son los brazos. Tu marca. La línea, a través del pedido este. Ya miras los brazos, ¿no? El espejito y tal. Te salen los brazos, te sale. A ver, después haciendo unos cálculos de navegación ya coger la demora y tal. Hier nochmal die P41 von weitem. Ein kleiner Rundblick durch die Puerto de la Luz. Das ist der Innenhafen. Hier das Küstenzollboot. Da das Schwesterschiff, die P43, mit den geschlossenen Seitenwänden. Leider reicht man den nicht weiterhin aus.
jetzt das Messegelände mit den ganzen Ausstellungszelten, wo wir uns jetzt auf den Weg machen. So, jetzt sind wir am Eingang von der Messe. Wollen wir sehen, was uns dort erwartet. Ich hoffe, es sind noch nicht so viele Leute da, weil es ist noch früh am Tag. Um nicht zu sagen früh am Morgen. Und gucken wir mal, was da zu sehen ist. Das ist der Müll von einem kleinen Strandabschnitt an einem Tag gesammelt. Erschreckend. Am 8. Mai findet wieder eine Strandsäuberung statt durch eine Organisation, die sich erst vor 2 Monaten gegründet hat. Zur Reinhaltung der Strände. Das ist die alte Tieftauchuniform der Marine, die wiegt die gesamte Equipe 40 Kilogramm. Und hier haben wir die neue.
¿Cuánto pesa esto, equipo? ¿Qué si pesa este 40? No, 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 mira, esto son 20. 20 kilos. Esto es 40, en caso de las botas. Hallo, hier sind wir. Ein bisschen bei der Entspannung. Ein kleines Kaffeechen, kleiner Wein, ein paar Oliven, ein paar Kroketten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich rauche jetzt hier noch meine Pfeife zu Ende. Und dann sehen wir uns vielleicht noch mal bei der Regatta. Ich muss mal sehen, ob wir das noch schaffen. Weil in ein paar Stunden wird hier noch eine große Regatta veranstaltet. Mal sehen, ob ich da noch ein paar Bilder für den Abschluss dann einfange. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euch noch einen guten Tabak in der Pfeife. Bleibt gesund. Ein bisschen Sonne im Herzen. Bis dann. Adios.